der Kollegin Maria Michalk für die CDU-CSU-Fraktion. Schönen guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist mir eine besondere Ehre, zu dieser 200. Sitzung die erste Rede halten zu dürfen. Und ich erinnere daran, dass heute am 11.11. wir Christen den Martinstag begehen. Da ist Teilen, Nächstenliebe in unserem Kopf und in unseren Ohren. Und unter diesem Duktus möchte ich gerne jetzt meine Rede, in dem Herzen sowieso, lieber Kollege Tino Sorge. Ich glaube, unter diesem Duktus ist es wichtig, jetzt die dritte Lesung zu beginnen zu einem Gesetz, nämlich kurz gesagt die vierte AMG-Novelle, die viele Dinge beinhaltet, die uns in der zweiten Lesung sehr stark beschäftigt haben, die aber auch Einzelregelungen im Arzneimittelmarkt und in der Gesundheitspolitik insgesamt regelt, auf die ich dann kurz noch eingehen möchte. Weil es ist wichtig, dass wir auch hier noch mal feststellen, dass wir uns gerade für dieses Gesetz, das die Umsetzung einer EU-Verordnung ist, sehr viel Zeit genommen haben, intensivste Beratungen, inhaltlich, auch zeitlich, uns genehmigt haben. Das war wichtig und richtig. Und deshalb liegt uns heute eine Beschlussempfehlung vor, über die wir dann namentlich abstimmen werden, der ich guten Gewissens als Christin zustimmen werde. Das sage ich gleich am Anfang. Uns ist wichtig zu sagen, dass es auch ein nicht alltags vorkommendes Verfahren ist, denn in der Regel haben wir die zweite und dritte Lesung in einem Block. Und deshalb finde ich es unfair, wenn immer noch laut gesagt wird, dieses Gesetz ist nicht ordentlich beraten worden. Das stelle ich jetzt noch mal hier fest. Ich glaube, das kann aus dem Parlament, die bei diesem Prozess dabei waren, niemand behaupten. Wir regeln in diesem Gesetz unter anderem Dinge aus der EU-Verordnung, die notwendig sind, denn wenn wir sie nicht geregelt hätten, greift sofort die EU-Verordnung durch, und das würde unseren Standards, vor allen Dingen unseren ethischen Standards, nicht entsprechen. Deshalb sind wir eines der wenigen Länder innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, die dieses Recht wahrnehmen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch mal in Erinnerung rufen, dass in diesem Gesetz auch ganz wichtige Dinge drin sind, zum Beispiel den Status des Apothekers stellen wir klar. Die Bundesapothekerordnung ist Bestandteil dieses Gesetzes und im Grunde genommen die Berufsordnung noch mal mit klaren Vorgaben. Das ist gerade auch in dieser Zeit ganz wichtig. Ich möchte auch darauf hinweisen, wir haben natürlich in mehreren anderen Gesetzen die Telemedizin, die Nutzung von elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten erlaubt und geregelt, aber in diesem, und das ist wichtig, auch auf die Zukunft gesehen, aber in diesem Gesetz legen wir unter anderem fest, dass die Verschreibung und die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nur möglich ist, wenn wenigstens zuvor ein erster Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat. Das ist uns wichtig, diese Vertrauensbasis zwischen Patienten und Arzt da in den Mittelpunkt zu stellen. Ansonsten können die Möglichkeiten der modernen Kommunikation genutzt werden. Ich will auch darauf hinweisen, dass das Teleshopping, auch das Werben vor allen Dingen für Teleshopping in Deutschland nicht gewünscht ist, nicht erlaubt ist. Und ich will auch darauf hinweisen, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch mal besonders geregelt haben, wie das Verfahren sein muss, dass wir auch im Falle von gefälschten Arzneimitteln, wir denken immer, das kommt nicht vor, kommt leider immer doch wieder vor, und in diesen Fällen müssen wir ein klares Rückgriffsrecht und ein Verfolgungsrecht haben. Auch das ist Bestandteil des Gesetzes. In dem Gesetz wird noch mal klargestellt, wie das Verhältnis der Arbeit der Ethikkommissionen ist. Wir haben die Bundesbehörden, wir haben die Landesethikkommissionen, die in einem Stufenverfahren miteinander in Abstimmung stehen.
Und deshalb regeln wir auch, dass von den drei Ärzten, die in diesen Ethikkommissionen sein müssen, mindestens einer ist, der sich mit toxikologischen Dingen auskennt und mindestens einer dabei ist, der Erfahrung in klinischer Forschung hat. Und das ist deshalb wichtig, weil der Kern dieses Gesetzes ja darauf abzielt, unter welchen Voraussetzungen sind klinische Forschungen für nicht einwilligungsfähige Personen, die keinen eigenen Nutzen davon haben, möglich. Einerseits wollen wir und regeln wir jetzt ganz strenge Verfahren und Mechanismen, unter welchen Voraussetzungen das in Deutschland möglich ist. Und ich füge hinzu, uns als Union ist es wichtig, dass auch in Deutschland für Krankheiten, die wir heute kennen, aber vielleicht später für Krankheiten, die heute noch nicht so präsent sind in unseren Köpfen, für Stadien, die sich später entwickeln. Und es ist nicht nur die Demenzerkrankung, die in unterschiedlichen Formen im späten Stadium auftritt, es sind auch andere Krankheiten, dass wir für die Heilung oder für die Leidlinderung der Menschen Medikamente finden, die das ermöglichen. Deshalb bin ich immer wieder beeindruckt, wenn Menschen sagen, ich habe Angehörige zu Hause oder Freunde, die ganz schwer erkrankt sind und unter diesen dementen Situationen auch das Umfeld beeinflussen. Sie leben ja in ihrer eigenen Welt. Und viele sagen, ich möchte, dass dafür geforscht wird, dass die Krankheit abgewendet werden kann, geheilt wird oder zumindest die Symptome behandelt werden, damit die Krankheit einen menschlicheren Verlauf hat. Und das ist uns wichtig. Deshalb sage ich auch, es ist freiwillig. Niemand muss es machen. Und selbst wenn jemand eingewilligt hat, kann er jederzeit seine Einwilligung zurückziehen. Das kann er auch, wenn er nicht mehr bei Bewusstsein seines vollen Geistes ist, wenn er in dieser nebulösen Welt lebt. Durch körperliche Bewegung, durch Abwehrhaltung kann man genau erkennen, was dem Mensch gut tut und was er nicht will. Und wir regeln, dass die betroffenen Frau Angehörigen bzw. auch die Betreuer genau diesen eigenen Wunsch des Menschen respektieren. Und deshalb ist es ein gutes Gesetz. Wir senken nicht die Standards. Und ich bitte herzlich um Ihre Zustimmung. Ich bitte um Verständnis, dass ich trotz der Jubiläumssitzung deswegen nicht jedem Redner eine deutlich erweiterte Redezeit zubilligen kann. Die Kollegin Wöllert ist die erste.